Ja, jetzt natürlich noch das Allerwichtigste. Wie komme ich hier wieder raus oder weiter? In den letzten 5 bis 10 Minuten ist es so, wir haben uns ja jetzt hier durchgearbeitet. Es gibt aber noch vier Punkte, die ich nur erwähnen möchte, damit Sie das gehört haben, damit Sie nicht ins Messer laufen. Ich habe Ihnen bis jetzt immer gesagt, wir haben Eduard Zimmermann hat sein Y, seine Zeitvariable, aber es gibt natürlich blöderweise auch Time-Dependent Covariates. Was heißt das? Was meint sie hier mit Covariates? X. Sie haben also das Problem, dass sie ihre X haben auch eine Zeitabhängigkeit. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ne? Und das heißt, sie müssen gucken, wie sie das modellieren. Also das eine ist hier Landmark, darauf gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. The value of a covariate is changing over time. There is not an obvious landmark time. Use a landmark would lead to many occlusions. Landmark und sowas, ja. Lesen Sie mal durch, das ist zu viel. Also Sie müssen aufpassen, wenn Sie eine zeitabhängige Kovariate haben. Na, müssen Sie hier reingucken. Das ist nicht gut. Also nach Motto, das Geschlecht ändert sich nicht über die Beobachtungszeit. Aber wenn Sie irgendwelche anderen Sachen haben, wo Sie sagen, eieiei, das ändert sich, das ist ein Problem. Und Sie brauchen dann mehr Fallzahl. Also ist ja immer so, wenn Sie was Komplexeres modellieren wollen, brauchen Sie mehr Fallzahl. Wenn Sie also so eine Popelstudie mit 200 Patienten haben und dann kommen Sie mit, ne, die müssen Sie ja dann auch noch über die Zeit laufen lassen und dann haben Sie noch so eine Kurve, dann wollen Sie da x Variablen reinstecken. Ne? Erinnern Sie sich immer so 15 Fälle pro Variable, je nachdem. Und dann wollen Sie noch so zeitabhängige. Ne? So. Dann eine andere Sache ist Competitive Risk. Was ist das? Wenn, wir hatten ja bis jetzt, wir haben unserem Einfallbeispiel Krebs. Wenn aber Death from other causes, Death from disease, das heißt, Sie haben Competitive Risk, ist nichts anderes als zwei Dinge wollen Sie umbringen. Und das heißt, und man ist nicht ganz klar, wer gewinnt. Also, das heißt, zwei aggressive Tumore oder so. Und deshalb haben Sie auch im Surf, haben Sie auch Time 2 noch mit drin, beziehungsweise das gibt ein eigenes Package, das heißt Competitive Risk, womit Sie. So modellieren können, wenn Sie eben zwei Dinge haben, die Sie umbringen wollen. Das führt zu weitreichenden Problematiken. Und normalerweise ist das auch, also es ist bei Krebs ist es häufig, ist es halt tritt es halt auf. Und dann sehen Sie hier, Status hier ist died from melanoma, two alive, three dead from other causes. Das heißt, sie sterben an irgendwas anderem. Also das Melanom versucht sie umzubringen, aber sie sterben an irgendwas anderes noch, weil irgendwie der Krankheitsverlauf so schwer ist. Aber sie sterben eigentlich gar nicht am Melanom, aber sondern an anderem was. Ja, und das heißt, ihr Status, also ihr Event ist nicht 0-1, sondern 1, 2, 3. Und da müssen Sie auch gucken, wie die Sortierung ist. Ich weiß gar nicht, das wüsste ich jetzt auch ad hoc nicht. Was dann da und wie Sie dann in den Estimate, das müssen Sie dann reinschauen, wie man das dann modelliert. Sie sehen, das ist nicht so einfach. Das ist der Teil. Also das müssen Sie, können Sie auch plotten. Da gibt es auch GG Competitive Risk Plots. Also das kann man alles machen. Also wichtig ist, dass Sie heute verstanden haben, wie man eine einfache Survival-Analyse durchführt. Cox, Kaplan-Meier, Cox-PH. Und dass Sie wissen, dass es noch sowas Ähnliches gibt wie Time-Dependent Covariates, sodass, wenn Ihnen das jemand, dass Sie sagen, Moment mal, das könnte ein Problem sein. Und dass, wenn jemand sagt, Competitive
Competitive Risk Analyse, dass sie auch sagen, ja, Survival, aber da müssen wir auch mal gucken. Und dann ist dann noch Advanced Topics. Und da ist natürlich Assessing the Proportional Hazard Assumption. Also Sie können das noch überprüfen und anschauen. Das ist dann eben, das sind dann hier noch so, und Conditional Survival, das ist das, da wird es irgendwann so. Das sind noch Advanced Topics. Also Sie können ja, das wie schon gesagt, das Survival-Thema ist so breit und Sie können darüber Bücher lesen, schreiben und so. Das ist aber jenseits A dieser Veranstaltung und B der Inhalt dieser Veranstaltung. Sie sollen mitnehmen, wie Sie Kaplan-Meier-Kurve zeichnen können und eine Cox-PH und Sie sollen die Standardbegrifflichkeiten der Survival haben. Und vor allem sollen Sie verstehen, wo Eduard Zimmermann sein Y und sein X, seine Zeit hinpackt, weil dieses Mal war unsere Zeit Y und nächste Woche gucken wir uns Repeated Measurements an. Also da haben wir auch eine Zeitvariable, die ist dann aber bei X. Und wie schon gesagt, das auseinanderzuhalten, zu sagen, was ist Y, was ist mein X, was mache ich hier eigentlich? Und nehmen Sie mit, das sind hier nicht, also Survival-Analyse ist halt so ein bisschen schwierig, weil da Überlebenszeit, Time-to-Event ist es. Und wenn Sie das einigermaßen einordnen können für sich, werden Sie später, wenn Sie das mal machen sollen, bei Bayer, Paracel oder Pfizer, je nachdem, meistens wenn es irgendwas mit Krebs zu tun hat, das Überlebenszeitanalysen, dann ist das relativ straightforward. Naja, und dann nehmen Sie halt noch mit das Kaplan-Meier, also Log-Rang-Test, Chi-Quadrat-Test, ist nicht das gleiche wie Cox-PH. Cox-PH ist eine multiple lineare Regression mit irgendwie irgendwas rangeflanscht. Ist egal. Da haben wir das letzte Mal uns zu sehr mit verheddert und Sie sehen ja, wir sind jetzt hier gerade mal zeitlich durchgekommen, indem wir einfach mal die Basics abklopfen. Wir haben nicht mal alles geschafft. Wie schon gesagt, packe ich hier unten noch mal mit rein. Die Paper hier, wie schon gesagt, das sind die Referenzen. Die brauchen Sie nicht später für die Prüfung. Prüfung ist ganz klar die Basics. Aber wie schon gesagt, vielleicht brauchen Sie das, wollen das mal lesen, weil Sie wirklich eine klinische Studie begleiten wollen später oder weil Sie Paper schreiben wollen oder weil jemand wissen will, was machen Sie da eigentlich? Dann können Sie sagen, ja. Zum einen können Sie natürlich auf Frau Sabor das Tutorium verweisen, aber das ist natürlich nur für Sie, wie Sie es durchführen sollen. Wenn Sie natürlich sagen, ich brauche aber jetzt eben mal jemand so textlich, ne, the key requirements for the analysis of survival analysis, also wo es wirklich drinsteht, wo man das wirklich referenzieren kann, da packe ich Ihnen die Paper hier unten rein. Die sind auch schon ein bisschen älter, aber sie sind super oft zitiert, 339 Mal, das ist schon echt viel. Und da sieht man auch den Bedarf. Das gucken Sie sich dann an und packen es mit rein in Ihren Report, hinten ran als Referenzen und können sagen, okay, das habe ich mir jetzt hier nicht alles ausgedacht. Das ist auch Gott wissenschaftlich fundiert. So, jetzt bin ich gar und Sie vermutlich auch. Kann ich verstehen, dass das jetzt hier ein bisschen viel war. Im Zweifel scrollen Sie nochmal zurück, Sie kriegen ja den R-Code. Probieren Sie es selber aus, gucken Sie es nochmal an. Survival-Analyse, wenn man es noch nie gehört hat, in 1 ist, glaube ich, ja, kann ich verstehen, wenn man das sagt. Das war jetzt aber ein Brett. Ist auch ein Brett, wie schon gesagt. Kann man eine ganze Vorlesung mitfüllen. In dem Sinne, hat mich gefreut. Das war jetzt erstmal der Teil.